Sinnhaft. Sinnhaft ist ein anderes Wort für sinnvoll. Was einen Sinn macht, wird als sinnhaft bezeichnet. Gestalte dein Leben sinnhaft. Überlege, was ist der Sinn meines Lebens? Es gibt übergeordneten Sinn und es gibt relative Sinne. Im Yoga spricht man vom sogenannten fünffachen Sinn des Lebens. Es gibt zum einen den wichtigsten Sinn, nämlich spirituell zu wachsen, irgendwann die Gottverwirklichung zu erreichen, die Erlösung, die Befreiung, die Erleuchtung, das Aufwachen. Und diesem Sinn untergeordnet sind vier andere Sinne. Zum Beispiel gibt es den Sinn, etwas zu lernen. Wenn du in deinem Leben immer wieder danach strebst, Neues zu lernen, dann ist dein Leben sinnhaft. Ein weiterer Sinn des Lebens ist, Fähigkeiten zu entfalten. Immer wieder auch Neues zu können. Wenn du also deine Fähigkeiten entfaltest und Neues lernst, also nicht nur mehr lernst im Sinne von verstehen, sondern auch können, dann ist dein Leben auch wieder sinnhaft. Des Weiteren, der nächste Sinn des Lebens ist, Erfahrungen zu machen. Lebe dein Leben bewusst und lerne auch intensiv zu erfahren und über Erfahrung vieles zu verstehen. Wenn du intensiv lebst und erlebst, intensive Erfahrungen machst, dann hast du einen weiteren Sinn des Lebens erfüllt. Und der letzte Sinn des Lebens ist, etwas zu bewirken, was auch heißt, Menschen zu helfen, Menschen zu dienen, Liebe zu erfahren, Liebe zu geben, für andere da zu sein, etwas bewirken. In diesem Sinne kannst du überlegen, wie sinnhaft ist mein Tun? Lerne ich etwas? Mache ich Erfahrungen? Entfalte ich meine Fähigkeiten? Bewirke ich Gutes? Lerne ich etwas spirituell? Nähere ich mich der Gotteserfahrung? Wenn du eine dieser Fragen beantworten kannst, dann ist das, was du tust, sinnhaft. Wenn du auf nichts davon mit Ja antworten kannst, dann kannst du überlegen, wie du vielleicht dein Leben etwas sinnvoller, sinnhafter gestalten kannst. Manchmal ist es gut, die Sinnhaftigkeit seines Tuns in Frage zu stellen.